Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Dieses Mal haben wir die Planer Kalenderwoche 11, die wir zusammen dekorieren. Und los geht es mit der Unterteilung. Dieses Mal habe ich einen Gelstift in Flieder Lila. Ich habe mir erstmal so ein paar Hilfspunkte gesetzt und die Seiten halt wie gewohnt in sechs große Rechtecke unterteilt und das letzte davon nochmal halbiert fürs Wochenende. Ich fand die letzte Woche mit den Strichen total cool und da habe ich mir gedacht, warum nicht, machen wir das gleiche nochmal. Also nach den ersten Hilfslinien habe ich dann einmal drüber und einmal drunter jeweils gestrichelte Linien gesetzt. Das sieht dann halt aus wie genäht. Wie immer ist das Video natürlich sehr beschleunigt, das heißt, so schnell habe ich gar nicht gebastelt. Aber damit ihr euch nicht zu sehr langweilt und immer dasselbe sehen müsst, ist das Ganze halt alles ein bisschen beschleunigt, damit ich dann auch relativ viel Material in kurzer Zeit euch zeigen kann. Hier habe ich meine Lampe eingeschaltet auf dem Schreibtisch, dann ist das Ganze ein bisschen heller. Übrigens werde ich auch in diesem, auf dieser Wochendeko dieselben Hortensienblumen verwenden, die ich auch schon in meinen Monatsseiten verwendet habe. Ich hatte noch welche über, da ich ja so viele vorbereitet hatte. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht diese Woche passt sich halt allgemein zu dem Monat März halt bei mir am ehesten noch an. Es bleibt pastellig. Hier ist die magnetische Unterlage von Nelly Snellen. Und hier seht ihr auch, dass ich mir eine Schablone rausgepickt habe. Ich habe alle meine Schablonen in einem A4-Ordner drin. Und die sind alle quasi mit einem bunten Blatt unterteilt, damit ich halt auch erkenne, was überhaupt für Schablonen ich besitze. Wenn man die zusammen irgendwie in eine Tüte tut oder das Ganze irgendwie irgendwo reinschiebt, in eine Schublade oder ähnliches, verhaken die Schablonen sich gerne ineinander. Je nachdem, manche Muster sind sehr filigran und ihr könnt euch damit halt eure Schablonen auch zerreißen oder kaputt machen. Für mich funktioniert das halt am besten, wenn ich das in eine Prospektfolie reinmache und dann halt mit einem bunten Blatt Papier trenne. Dann kann ich Vorderseite und Rückseite verwenden. So sind meine zumindest aufbewahrt. Hier habe ich stellenweise mir dasselbe Motiv, immer so Kreise, eingefärbt, wie immer mit meinem Schminkpinsel. Man kommt manchmal nicht auf den Namen drauf. Und ja, wie gesagt, das sind die Hortensien, die übergeblieben sind. Ich habe auch die Blätter rausgekramt, aber davon kommt auch wirklich nur einzeln zum Einsatz. Hier probiert man sich halt erstmal aus, bevor man wirklich alles festklebt und weiß, wo alles hingehört. Ich habe mir auch Washi-Tape rausgekramt. Das magnetische Klebeband kommt ja auf Rollen und diese Abroller habe ich aufbewahrt und da habe ich dann jeweils zwei Washi-Tapes drauf gemacht, die ich halt öfters verwende. Und die stehen bei mir auf dem Schreibtisch, damit ich die auch nicht vergesse und halt auch regelmäßig benutze. Hier habe ich mit dem von AliExpress angefangen. Nachdem ich das Ganze ein bisschen abgerollt habe, klebt es auch wieder ganz gut. Das ist von Action. Das ist ein schmales, fliederfarbenes Washi-Tape. Auch das habe ich teilweise in der Mitte gerissen. Hier ist eins, was noch etwas heller ist. Auch das ist vom Action. Das ist, glaube ich, mit die Rolle, die am ehesten bei mir zu Ende gehen könnte. Ich wiederhole das Ganze hin und da ein bisschen. Wie gesagt, es ist ja nicht immer ein ganzes Stück wie hier. Wie ihr seht, halbiere ich das sehr oft und mache wirklich nur kleine Fragmente von dem Washi-Tape mit drauf. Aber dieses Aufgreifen und Wiederholen macht das Ganze halt angenehmer fürs Auge.
Hier wird mit Tiki Glue schon bereits auch die Hortensie aufgeklebt. Und da habe ich gedacht, okay, da könnte ich noch ein Blatt darunter fuschen. Das sieht gar nicht schlecht aus, sieht auch so aus, als ob es dahin gehört. Hier ist das wiederum etwas anders. Das, was übersteht, wird natürlich wie immer mit der Schere abgeschnitten. Und so ist der Anfang für die Wochendeko schon mal getan. Jetzt fehlen uns natürlich die Wochentage. Und ich habe gedacht, okay, wir können auch, wenn wir schon die Stempelhilfe rausholen, auch unsere Wochendeko noch etwas verschönern. Und habe mir von Stempelglede ein Stempelset rausgekramt, das nennt sich Vintage Garden, und habe davon zwei Schnörkel verwendet und färbe sie mit demselben Stempelkissen ein, mit dem ich vorhin auch gewischt habe. Das heißt, es bleibt Ton in Ton und ist halt dann auch nicht zu sehr, ja, sticht nicht zu sehr ins Auge. Es ist halt, es blendet so in den Hintergrund hinein und sieht für mich zumindest sehr schön aus. Das gleiche natürlich auch auf der rechten Seite wiederholen. Wenn ich dran denke, versuche ich das ja immer gleichzeitig zu kombinieren. Das heißt, wenn ich die Stempelhilfe schon auf dem Tisch habe, dann wird sie auch benutzt. Natürlich wie immer eure Stempel hinterher reinigen. Ich habe mir auch aus dem Set noch einen weiteren Stempel rausgekramt. Das ist so eine Art Postkartenstempel. Also da steht Postcard drauf und den habe ich dann in Grau gestempelt. Das ist jetzt wieder Archival Ink. Hickory Smoke. Das gleiche auch natürlich wiederholt, damit es halt ins Gesamtbild passt. Auch wieder reinigen und abmontieren. Das ist natürlich wieder Etikettierpapier, das heißt selbstklebendes Papier. Und hier habe ich Wochentage vom Action. Das hatte ich mal vor Ewigkeiten gekauft. Das Set natürlich gibt es aktuell nicht zu kaufen, aber es kann durchaus sein, dass auch ihr dieses Set zu Hause habt. Und wenn nicht, dann benutzt einfach halt das, was ihr habt. Oder ihr schreibt euch die Wochentage dann vielleicht auf Etikettierfolie separat auf. Also ich weiß, dass viele eine sehr schöne Handschrift haben. Für mich ist das halt einfach nur zeitaufwendiger und das geht halt schneller. Und ich habe ja nach Jahren auch schon eine gewisse Sammlung an verschiedenen Wochentagen. Die meisten sind tatsächlich in Englisch. Ich habe nur ein einziges deutsches Set. Und da ist es halt immer so die Frage, ob die Größe halt auch passt. Die habe ich jetzt auch wieder mit Archival Ink Hickory Smoke gestempelt. Und ich habe sie ein bisschen mit Abstand gestempelt und habe mir aus dem gleichen Stempelset jetzt auch so eine Art Rahmen rausgeholt. Und diesen stempel ich in demselben lila Ton wie auch der Rest der Wochendeko. Und wen das interessiert, das ist das Stempelkissen aus dem Action von DecoTime, Chalk Ink Nummer 31. Das gleiche natürlich siebenmal wiederholen. Das ist halt ein bisschen zeitaufwendig, weil man den Stempel immer neu positionieren muss und wieder einfärben muss. Aber wenn man das siebenmal gestempelt hat, gereinigt hat, ist man schon damit fertig. Wie immer Stempel wieder zurück auf die Platte, damit das nicht verloren geht. Und dann ausschneiden. Das mache ich natürlich nicht vor der Kamera. Dann habe ich mir überlegt, das Ganze sieht ja schon ganz nett aus, aber mir fehlen meine Spritzer. Und dieses Mal habe ich das metallische Stempelkissen vom Action verwendet, und zwar ist das die Nummer 12. Ich habe das auf einen Acrylblock abgestempelt, mit Wasser verdünnt und mit meinem Pinsel das Ganze dann drauf rumgesprüht. Hier und da immer so ein bisschen auch über das Motiv. Aber das ist halt ja kein anderer Farbton. Das blendet insgesamt in den Hintergrund hinein und auch also die Motive selber sind ja auch in dem gleichen Ton eingefärbt. Und das passt sich halt einfach an.
jetzt noch die Wochentage verteilen, aufkleben, das heißt einfach nur die Trägerfolie abziehen und dann die ausgeschnittenen Elemente aufkleben. Dadurch, dass ich jetzt die Rahmen gestempelt habe, war das auch mit dem Ausschneiden noch sogar viel einfacher, als jetzt die ganzen Wochentage jetzt mit etwas Kontur auszuschneiden. Das ist nämlich ein bisschen mehr Fummelei. So war das noch viel einfacher. Und dann ist mir eingefallen, ach, ich habe was vergessen. Ich habe natürlich meine Woche 11 nicht gestempelt. Also wieder das Ganze von vorne. Erst mein von Kreativzeitlos den Stempel mit dem Wort Woche. Und dann die großen Zahlen, die auch mit in demselben Set mit drinne sind. Dadurch, dass es jetzt die 11 ist, musste ich die 1 versetzt zweimal stempeln. Der Vorteil bei Clear Stamps, man kann halt so ziemlich genau durchgucken, wo sie hingehören und da ist das Positionieren auch relativ einfach. Eben noch mit Tiki-Glue das Ganze aufkleben, weil das war jetzt einfaches Papier. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Wochentage eintragen. Das ist die Woche vom 14. bis zum 20. März. Da musste ich auch wieder doppelt schreiben und ich glaube, nach diesem Video habe ich dann auch meine Mine endlich ausgetauscht, weil die war ziemlich leer. Deswegen kein Wunder, dass sich das halt alles so ein bisschen blass anfühlte. Aber ja, ab und an muss man halt auch da die Tinte austauschen. So, da sind wir auch schon fertig mit der Wochendeko und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!